Guten Morgen, herzlich willkommen zu diesem Blog zum Thema ÖPNV. Wir haben zwei Vorträge. Der erste Vortrag wird gehalten von Julia Richter und Thomas Greichen. Und sie werden uns demonstrieren, wie man mit Crowdsourcing sozusagen die Barrierebehaftung oder Barrierefreiheit von Haltestellen erfassen kann. Bitte schön. Genau, ja, danke für die Einführung. Schönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Julia Richter. Mit von der Partie ist Thomas Greichen. Wir sind wissenschaftliche Mitarbeiter an der TU Chemnitz, an der Professur Schaltkreis und Systementwurf. Und wir möchten euch heute das Projekt Opener vorstellen. Opener wird gefördert durch den M-Fund des BMVI. An dieser Stelle auch nochmal ein recht herzliches Dankeschön für die Förderung. Ja, wir entwickeln in Opener eine offene Plattform für die crowdbasierte Erfassung von Informationen zur Barrierefreiheit an Haltestellen im ÖPNV. Ich habe hier eine kurze Agenda mitgebracht. Ich werde die Hintergründe und Ziele des Projektes erläutern, dann die entwickelte Android-App vorstellen. Thomas wird dann übernehmen und etwas zur Datendefinition, Nutzung und Verarbeitung erzählen und zur Umsetzung der Server-Software. Und ich werde dann mit rechtlichen Aspekten und einem Ausblick abschließen. Ja, schauen wir uns einfach mal Barrieren im ÖPNV an Haltestellen an. Hier seht ihr eine relativ neu ausgebaute Haltestelle an der TU Chemnitz am Campus. Und wir sehen schon, die hat fast keine Barrieren. Also wir haben hier Blindenleitstreifen, wir haben ein Anzeigedisplay, wir haben akustische Ausgaben. Also eigentlich ziemlich gut ausgebaut. Das ist jetzt nicht so das Problem. Hier sehen wir schon mal, dass der Blindenleitstreifen, ja, ich weiß nicht, ob Sie ihn überhaupt jetzt erkennen im Bild, er ist nämlich sehr kontrastarm, ist für Menschen mit Seheinschränkungen hier unter Umständen eine Barriere, die wir erfassen möchten. Ja, und das ist unser typisches Beispiel für eine Stele im Wald oder auf der Wiese. Also hier sieht es mit Barrierefreiheit ziemlich dünn aus und da ist noch viel zu erfassen an Barrieren. Genau, was ist eigentlich so ein bisschen der politische Hintergrund? Die Bundesrepublik Deutschland hat sich mit der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes ein richtungsweisendes Ziel gesetzt, nämlich die Barrierefreiheit im ÖPNV bis 2022 zu erreichen. Also das ist jetzt gar nicht mehr so weit hin. Ja, und was liegt jetzt alles auf diesem Weg dahin? Der erste Schritt, wo jetzt auch die Verkehrsverbünde und auch die Kommunen stehen, ist die Datenerfassung. Das stellt eine relativ große personelle, zeitliche, finanzielle Herausforderung dar. Und an dieser Stelle möchten wir auch gern mit unserer App und mit unserer Plattform dabei helfen. Im zweiten Schritt müssen dann natürlich die Barrieren abgebaut werden und das dann sozusagen dann durchgängig barrierefreie Reiseketten für die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNVs angeboten werden können. Ja, und mit unserem Projekt Opener stehen wir hier zu Beginn bei der Datenerfassung und möchten dort über die Crowd mit beitragen. So, ich möchte kurz unsere Opener-Plattform, unser Konzept darstellen. In der Mitte seht ihr die Opener-Plattform, die dann genutzt wird zur Datenerfassung. Links sind jetzt die Kommunen und Verbünde und diese fragen ihre Nutzer bei der Erfassung um Hilfe. Auf der rechten Seite sehen wir die Nutzer und die erfassen Barrieren und aktualisieren die Daten. Damit dann im nächsten Schritt wieder auf der linken Seite die Verbünde planen und verauskunften können mit Hilfe der erfassten Daten und die Nutzerinnen und Nutzer diese Daten für ihre Reise dann auch nutzen können. Alles, was wir hier entwickeln, also sowohl die Software als auch die Daten, die dann erfasst werden, werden in der M-Cloud veröffentlicht. Und das Ziel ist auch hier durch diesen Open Data und Open Source Ansatz, dass auch weiter Entwickler von einfach weiterentwickeln oder mitentwickeln können und dann auch die erfassten Daten natürlich mit nutzen können. Ja, was sind jetzt überhaupt die Daten, die wir hier erfassen möchten? Die Daten sind die sogenannten Delphi-Attribute. Ich habe euch hier mal den Link noch vom Delphi-Verein und zu dem Handbuch, was der Delphi-Verein dort erstellt hat, mit hingeschrieben.
Der Delphi-Verein ist ein Verbund aus Verkehrsverbünden, Betrieben und anderen Akteuren im Bereich Verkehr. Und die haben dort einfach mal standardisiert Attribute gesammelt und gelistet, welche man an Haltestellen erfassen soll. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele. Zu erfassen sind zum Beispiel die Bordsteinhöhe, Bahnsteigbreiten, Tragfähigkeit von Rampen. Ja, also dort müssen Messungen durchgeführt werden oder Abfragen getätigt werden. Ein weiteres Attribut ist zum Beispiel, ob ein Bodenbelag befestigt ist. Hier ist wieder eine subjektive Bewertung des Erfassenden durchzuführen. Eine andere Frage sind öffentliche Toiletten. Ist die über einen Euroschlüssel zugänglich, über einen Schlüssel im Einzelhandel und so weiter. Also solche Fragen weisen auch einen relativ hohen Detailgrad auf und setzen teilweise auch Fachwissen voraus. Ja, dann gab es zum Beispiel auch eine Frage zu dynamischen Anzeigetafeln und dynamischen Zugziel-Fahrzielanzeigern. Drei Fragezeichen. Sowohl bei uns am Anfang als auch, als wir nachgefragt haben, bei Verkehrsverbünden. Also es sind auch manchmal ein paar Unklarheiten dort in den Attributen mit drin. Ja, zum Schluss wollen wir einfach Laien Informationen und Wissen bereitstellen, um sie dann auch zur Datenerfassung zu befähigen. Hierfür haben wir eine Smartphone, eine Android-Applikation entwickelt und diese möchte ich kurz vorstellen. Also im ersten Bild seht ihr eine Karte und in dieser Karte sind so diese kleinen Pünktchen eingezeichnet. Das sind die Haltestellensteige und zu jedem Haltestellensteig kann der Nutzer jetzt Daten erfassen. Ja, also kann er einfach anklicken, okay, ich erfasse jetzt diese Delphi-Attribute. Dann werden diese ganzen Attribute aufgelistet, auf dem zweiten Bild zu sehen. Und man kann dann über Messfelder zum Beispiel dort ja, geometrische Angaben dort eintragen. Im vierten Feld seht ihr jetzt mal so eine kleine Erläuterung für den Nutzer. Also dort ist textuell erstmal beschrieben, was dort zu erfassen ist. Zum Beispiel auch, was jetzt ein befestigter Bodenbelag ist und was ein nicht befestigter Bodenbelag ist. Dann sind jetzt auch Bilder dazu, dass man das auch sich mal anschauen kann. Und im letzten Bild seht ihr auch noch eine Vermessungs- oder ein Vermessungsfeature, was wir dort eingebaut haben, zur Vermessung zum Beispiel von Bordsteinhöhen oder Breiten von Durchgängen, wo wir hier Google AR Core Features mit eingebaut haben. Genau, die App ist als Open Source Repository zur Verfügung gestellt und auch bei Google Play verfügbar. Und hier habe ich euch einfach mal die Links dazu mitgebracht. Ja, ich würde jetzt direkt überleiten. Thomas Greichen übernimmt. Ja, danke schön. Ja, also gerade die App, die vorgestellt wurde, stellt sich ja die Frage, wo fangen wir mit den Daten an? Also was ist der Ausgangspunkt? Wo bekommen wir eigentlich die Informationen her, wo überhaupt Haltestellendaten sind? Da gibt es von diesem Delphi-Verein, der auch diese Attribute spezifiziert hat, ein sogenanntes zentrales Haltestellenverzeichnis. Das ist ein Verzeichnis, wo die Verkehrsverbünde, die in Deutschland operieren, letztendlich ihre Haltestellensteige melden mit einer eindeutigen ID und mit den jeweiligen Koordinaten. Das ist das, was man jetzt hier beispielsweise oben sieht. Also hier ein Screenshot von unserem Campus. Ne? Das ist hier diese Campus-Haltestelle. Da halten zwei verschiedene Straßenbahnen. Also die Straßenbahnen haben verschiedene Zustiegshöhen. Deswegen hat man dann dort auch verschiedene Plattformhöhen an der Haltestelle. Und wir haben dort eine Bushaltestelle. Und das spiegelt sich genau eben auch hier in dieser Datenstruktur. Also man kann sich von dieser ZHV so entweder als CSV oder als ein XML mal so einen Dump ziehen. Hier, das ist mal dieses CSV-Beispiel einfach in einem Excel dargestellt. Man hat im Prinzip ja auch so eine hierarchische Struktur. Man hat diesen Haltestellennamen und dann sind letztendlich diese Plattformen und wiederum unterhalb dieser Plattformen die Steige, also Steige sind dann wirklich diese Punkte, wo die jeweiligen Fahrzeuge halten. Und ja, was nutzt man da zur Referenzierung dieser Steige bzw. dieser Plattform? Da hat man eine deutschlandweit eindeutige Haltestellen-ID spezifiziert. Die ist hier dargestellt.
Die strukturiert sich wie folgt. Also man hat vorne einen Länderschlüssel, also bei uns als Beispiel DE für Deutschland. Dann hat man den darauffolgend so eine fünfstellige Nummer, das ist der amtliche Gemeindeschlüssel. Das heißt, Deutschland ist in amtliche Gemeinden unterteilt und da gibt es quasi für jede Gemeinde einen eindeutigen Schlüssel. Hier für unser Beispiel Chemnitz ist das die 14511. Und dann als nächste Nummer kommt dann diese Haltestellennummer. Das ist also, das spezifiziert wirklich diesen kompletten Haltestellenbereich. Und darauf folgend wiederum eine zweistellige, also dieses DD hier, das bezeichnet dann erstmal den Fahrzeugtyp, der da hält. Also typisch ist da zum Beispiel eine 2 für Bus oder andere Ziffern für Tram oder für eine Tram oder für eine Straßenbahn. Und dann hinten dran, diese letzte Kennung, das ist ein bisschen wahlfrei, das macht, also wenn man sich mal diese Haltestellenverzeichnis-Datei anschaut, da ja, erfolgt die Kennung ganz unterschiedlich. Also das spezifiziert letztendlich, welche Fahrtrichtung dort angegeben wird. Und die Fahrtrichtung wird wieder manchmal eben mit Nordzugang oder Südzugang, Westzugang, Ostzugang und so weiter dargestellt. Ja, das ist diese Daten sind unser Ausgangspunkt für die App, also da, wo man dann visualisiert, wo man die Daten erheben kann. Und für uns ist ja letztendlich mal für die Zukunft vorgesehen, wie kann man das Ganze ins OSM mal zurückführen oder als OSM-kompatiblen Datensatz mit zur Verfügung stellen. Und da kann man sich mal, ja, Verzeihung, zuvor muss ich noch mal kurz darauf eingehen, wie sieht denn die Abdeckung eigentlich der ZHV aus? Also, dieser Screenshot, das soll so Mittelsachsen darstellen. Wir haben hier mal so zur Orientierung, hier haben wir Dresden, Chemnitz, dann hat man hier irgendwo unten Zwickau und hier oben, das ist diese Leipziger Gegend mit Halle, also so mitteldeutscher Verkehrsverbund ist das. Da sieht man, dass hier noch nicht die Daten zur Verfügung stehen. Also das ist noch nicht, also das befindet sich alles noch ein bisschen im Aufbau, da ist noch nicht alles da. Aber wenn man jetzt den Vergleich mit dem OSM zieht, das heißt, welche Steige sind im OSM, und zwar mit diesen ja, DHID-Tag, beziehungsweise da gibt es auch einfach einen internationalen Standard, der heißt IFOPT, Identification of Fixed Objects in Public Transport. Und das ist jetzt einfach mal mit einem Overpass Turbo mal geschaut, wie sieht es denn in Mittelsachsen so ungefähr aus, also wie viele Steige, wie viele Plattformen haben schon diese ID. Da sieht man, das ist hier so im Zwickauer Raum sehr gut gemappt, Freiberger Raum, Dresden ist eigentlich noch ein blinder Fleck, Leipzig ganz, ganz einzeln. Und das ist eigentlich auch die Chance für unsere Erhebung, indem wir diese ZHV-Daten als Ausgangsdatensatz nehmen, dann eine passende Konvertierung für unsere App nehmen, dort die Daten anreichern und gleichzeitig die Daten dann mit zur Verfügung stellen. Gibt es die Möglichkeit, später mal die Daten ins OSM zu überführen? Und wie sieht denn genau dann diese Überführung ZHV Daten zu OSM aus? Dafür sollte man sich erstmal anschauen, wie werden eigentlich jetzt so ÖPNV-Daten im OSM gemappt. Da gibt es letztendlich dieses PTV2-Schema, Public Transport V2, und da hat man so eine Struktur, dass man halt auch wieder als Relation so einen Haltestellenbereich hat, und in dieser Relation ordnet man letztendlich die Plattform und dann die jeweiligen Masten zu. Ja, und wenn man das weiß, kann man dann so mal einen Vergleich zwischen hier linker Seite ZHV-XML-Struktur und auf der rechten Seite OSM-Struktur nach PTV2 nehmen. Und was man dann eigentlich in Anführungszeichen nur machen muss, ist erstmal einen Konverter schreiben. Das heißt, man muss hier von der linken Seite den Haltestellenbereich aus der ZHV extrahieren, daraus eine Relation machen und dann die Plattformen und die Masten dieser Relation zuordnen. Ein Unterschied ist, dass man halt hier bei der ZHV, es geht das wirklich von Haltestellenbereich, sind die Kinder dann die Haltestellenplattform und für die jeweilige Plattform sind dann die Kinder die jeweiligen Steigmasten oder die Haltestellensteige. Im OSM ist es halt so, dass dann die Plattform selbst ein Kind direkt dieser Relation ist und diese Node, also dieser Steig ist direkt ein Kind dieser Relation. Also diese Struktur muss man hier ein bisschen auflösen. Ein Nachteil von der ZHV ist, dass die Plattformen nicht als Polygone beschrieben werden. Das heißt, das sind einfach nur die Schwerpunkte der Polygone, die dort abgelegt sind. Man kriegt demzufolge also nicht wirklich die Plattform als Polygon ins OSM überführt, sondern kann da jetzt auch erstmal nur eine Node nehmen. Genau, und das führt mich dann letztendlich zu, wie kann man jetzt
letztendlich die Daten erfassen mit unserer App. Und will man jetzt für jedes Delphi-Attribut, also die Delphi-Attribute sind so detailliert, dass es dann nicht unbedingt für jedes ein passendes Attribut oder einen passenden Tag im OSM gibt. Da haben wir uns als Maßgabe genommen, wir wollen eigentlich nicht unbedingt neue Tags definieren. Wir wollen eigentlich schauen, wo gibt's eigentlich so ein Matching, also wo kann man einfach bestehende OSM-Tags nutzen und kann die gegen diese Delphi-Attribut oder einfach als eine Art Delphi-Attribut verwenden. Und dann kann man mal schauen, da gibt es zum Beispiel RAM-PS-Notion, da gibt es Tactile Paving, das ist halt das dieser Blindenleitstreifen. Da gibt es so Traffic Signals, Sound, Yes-No, Wheelchair, Yes-No, Shelter, Yes-No. Also da hat man schon eine ganze Menge. Und wir haben diese Zuordnung mal im Wiki bei uns in diesem Opener-User hinterlegt und schon mal dargestellt, wie wir uns so ein Mapping oder so ein Matching vorstellen. Also kann man auch gerne mal mit reinschauen und uns vielleicht auch ein paar Hinweise geben, falls wir da irgendwas übersehen haben oder wo man das vielleicht noch ein bisschen verbessern kann. Ja, und das bringt uns jetzt, wo wir derzeitig dran arbeiten. Also wir haben letztendlich die Opener-App mehr oder weniger abgeschlossen und sorgen jetzt dafür, dass man tatsächlich, dass die Opener-App zur Erfassung genutzt werden kann, dass die Daten auf dem Server gespeichert werden können und dann eben auch dort von dort gelesen werden können, dass man da weitermachen kann. Da haben wir hier dieses Konzept erarbeitet. Also auf der linken Seite haben wir die Opener-App, die verwendet zur Kommunikation später mit dem, wir machen so eine Art ja, lokalen OSM-Server. Da nutzt die OSM-API-Bibliothek, die wird auch im Street Complete genutzt. Und auf der rechten Seite ist das dieser ZHV-to-OSM-Converter. Den nutzen wir, um letztendlich aus der ZHV erstmal OSM-Daten zu bauen und die dann letztendlich in diese OSM-Datenbasis oder Datenbank auf dem Server zu importieren. Genau. Und das soll eigentlich, also wir verwenden mehr oder weniger eigentlich Standardsoftware, Standardbibliotheken und kombinieren die einfach passend, sodass wir eine Lösung für unser System hinbekommen. Ja, da möchte ich an dem Punkt wieder zu Julia übergeben und sie wird uns noch ein paar Punkte zu den rechtlichen Aspekten nennen. Genau. Ja, wir veredeln ja die Daten des ZHV, also wir reichern die DHID, wo wir die Steigkoordinaten dazu haben, mit den erfassten Delphi-Attributen an. Wenn wir das jetzt ins OSM zurückspeisen möchten, müssen wir natürlich die Lizenzkompatibilität sicherstellen. Das heißt, wir müssen die ZHV-Daten mit einer ODBL-kompatiblen Lizenz behaften. Aktuell ist es so, dass der Delphi-Verein, der diese ZHV ja zur Verfügung stellt, Nutzungsbedingungen dafür vorgeschrieben hat, die unter anderem sagen, dass man für die Beauskunftung die Daten nutzen kann. Allerdings ist halt jetzt noch unklar, wie das Ganze ausschaut, wenn wir das ins OSM wieder zurückspeisen möchten. Wir sind dort aktuell in Gesprächen mit dem Delphi-Verein, wie wir das dort lösen können. Und haben für unser Projekt aktuell eine Nutzungsbedingung für die ZHV, dass wir dort die Daten wirklich auch im Projekt verwenden können. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es dort mit dem Delphi-Verein weitergeht. Genau, jetzt sind wir schon beim Ausblick und bei weiteren Arbeiten angekommen. Wie Thomas schon gesagt hat, laufen die Arbeiten an der Serverumsetzung noch und an der Usability der App. Und wir möchten, das ist für uns ein sehr wichtiger Punkt, Community-Gespräche führen, wie wir die Daten auch ins OSM jetzt zurückspeisen können und wie die dann importiert werden können. Und ja, habe noch meine Referenzen hier und möchten uns bei euch bedanken, freuen uns auf Anregungen, Rückmeldungen und ja, Unterstützung, wenn ihr beim Mappen dann auch mithelfen wollt. Dankeschön. Danke. Vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Wir haben jetzt noch genügend Zeit für Fragen. Einmal ganz hinten. Ich komme mal mit ran.
Ja, falls das nicht so ohne weiteres möglich sein sollte, die Daten nach OpenStreetMap zu übernehmen, da gab es ja früher schon Muster, wie das gemacht werden kann, indem man quasi die Sachen vergleicht mit OpenStreetMap, erstmal diese Umsetzung macht, aber sie nicht einträgt, sondern Mapper das dann eben bestätigen zu lassen. Ja, das ist so, wie ihr das gesagt habt, ich übernehme das jetzt, ich weiß, das ist so, und dann ist die Lizenz auf gut Deutsch gesagt scheißegal. Okay. Gibt es da im Wiki Hinweise? Also gibt es da eine Dokumentation dazu? Da müsste ich jetzt mal suchen im Wiki, welche Projekte das gemacht haben. Aber da gibt es mehrere. Da werdet ihr wahrscheinlich fündig. Okay. Ja, vielen Dank. Weitere Fragen da drüben? Ich habe zwei Fragen. Die erste wäre mal zur Motivation. Ihr habt gesagt, es geht um diesen Prozess, dass es irgendwann in den 2 Jahren nur noch barrierefreie Haltestellen geben soll, also dass man quasi die Verantwortlichen dazu zwingt, die Haltestellen entweder aufzurüsten oder zu schließen. Ersteres in der Stadt, letzteres, wenn es so ein Haltestellenschild im Wald ist. War auch Motivation, das für Reiseketten dann später nutzen zu können, die Information, wenn sie da ist. Und die andere Frage ist, zu diesen Reiseketten wäre es ja nett, wenn man diese Informationen auch hätte zu Haltestellen, die vielleicht nicht Haltestellen im Sinne so einer formalen Definition sind oder in dieser ZHV-Datenbank da sind, wird die App es auch ermöglichen, Informationen zu Haltestellen einzutragen, die in OSM sind, aber zum Beispiel keine solche, was auch immer da ID haben, weil es, was weiß ich, eine Museumsbahn ist, die jeden Sonntag 4-mal am Tag fährt, die aber vielleicht doch trotzdem nützlich ist, in einer Reisekette zu verwenden. Durch. Also ich habe die bei der ersten Frage habe ich den letzten Teil nicht verstanden, mit diesem Schließen, also... Naja, die offensichtliche Sache, wenn ich verantwortlich bin für eine Haltestelle, weil ich der Zweckverband bin, dann sage ich, okay, da steigen viele Leute ein, aus, okay, die baue ich barrierefrei aus, das ist das Haltestellenschild im Wald, da tut am Tag im Schnitt einer ein- und aussteigen, dann schließt man die Haltestelle, weil der barrierefreie Ausbau zu teuer ist. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Sachen barrierefrei zu machen. Gute Anmerkung, wenn man in dieses Gesetz reinschaut oder beziehungsweise in die Auslegung des Gesetzes, ist dort vermerkt, es muss auf jeden Fall, wenn eine Haltestelle nicht barrierefrei ist, muss eine Argumentation erfolgen, warum die nicht barrierefrei gemacht wurden, also warum die Barrierefreiheit dort nicht sichergestellt wurde. Was da gerade bei den Verbünden beziehungsweise bei den Betrieben der Ansatz ist, ist, die wissen noch nicht mal, in welchem Zustand sich hinsichtlich der Barrierefreiheit jede Haltestelle befindet. Das heißt, man kann dann noch nicht mal eine valide Aussage dazu treffen, warum die nicht barrierefrei ist. Man muss natürlich erstmal den Zustand kennen. Deswegen jetzt erstmal die Erfassung oder die Erfassungs-App als erster Schritt. Und dann hängt es natürlich immer davon ab, warum ist das nicht barrierefrei geworden. Das müssen die dann begründen. Das ist richtig. Mir ist nicht bekannt, inwiefern Sanktionen dann erfolgen, wenn irgendwas nicht barrierefrei ist. Vielleicht noch mal eine Anmerkung dazu. Es geht ja im zweiten Schritt darum, wie priorisiere ich meine Haltestellen beim Ausbau. Und da ist es schon mal wichtig zu schauen, wo sieht es jetzt ganz schlimm aus und in welchen Regionen befindet sich auch eine Haltestelle, wie ist der Bedarf dort da. Ja, also nur weil jetzt eine Haltestelle nicht barrierefrei ist, heißt das jetzt auch nicht, dass man die jetzt zumachen oder also, dass die Verbünde die das dann schließen oder dass die dann sofort ausgebaut wird. Ja, es geht dort jetzt erstmal um eine Erfassung, um eine flächendeckende Erfassung, um ein Bild zu haben, wie sieht es überhaupt aus. Ja. Und zum zweiten Teil, oder du hattest ja noch eine zweite Frage, das ist derzeitig noch nicht geplant, weil wir uns erstmal darauf konzentrieren, es ist aber denkbar, das mit zu überführen. Und wir denken, dass es auch dort sinnvoll ist, genau mit diesen Zweckverbänden mal in Kontakt zu treten, wie die dazu stehen. Ja, hi. Ich habe in Freiburg zum Beispiel das Problem, ich habe mittlerweile 5 verschiedene IDs an jeder Haltestelle hängen, weil jedes System irgendwie ein bisschen was anderes hat oder die sie sich nicht einigen können auf eine Zahl. Ich fände es gut, wenn wir da irgendwie mal eher eine Lösung finden, dass wir das irgendwie versuchen zu einheitlichen oder zu übertragen, weil es ist einfach mittlerweile nicht mehr zu gebrauchen. Eure Zahlen sehen mir aus wie GTFS. Die gleiche Formatierung verwenden, da ist, glaube ich, der ID-Tag ist mittlerweile wesentlich höher. Und interessant wäre ja auch noch eine Information wenigstens anzugeben, welche Linien da halten.
Das sind auch immer so Sachen, die ich vielleicht nicht bei eurer Information, die ihr schon habt, aber in anderen Bereichen häufig ist nicht mal bekannt, welche Linie ungefähr direkt hält an so einer Haltestelle. Das heißt also sowas wie Route Ref oder sowas direkt angeben ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Okay. Ihr habt mitgekriegt, es gibt noch ein paar weitere Fragen, allerdings läuft uns schon die Zeit davon. Ich bin mir sicher aber, dass die beiden Vortragenden später auch noch herum sein werden und dann gerne Fragen beantworten werden. Bitte gerne. Noch einmal einen Applaus für unsere beiden Vortragenden. Dankeschön.